Hi Leute, weiter geht's mit Total War Pharao. In der letzten Folge, ich glaube, da hat eine Seuche bei uns gewütet hier in Oberägypten. Ich weiß gar nicht, kommt das dann, dass die aufgehört hat? Im Moment sehe ich da noch nichts von, aber ich glaube, die wütet nicht mehr. Sonst müsste es vielleicht nochmal dastehen und kann auch sein, dass sie halt bloß ein paar Runden geht. Außerdem, ja, ihr seht hier oben, kommen wieder die Seevölker. Eigentlich nichts Neues hier im guten alten Ägypten. Was neu ist, ein Verbündeter oder beziehungsweise ein Vasall Tausret schippert hier entlang und sie selbst steht jetzt auch vor Abed Shu beziehungsweise Tin mit einer kompletten Armee. Da müssen wir drauf reagieren. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal, ja, Außenposten in Hardei geplündert. Kümmern wir uns hier um den Hof. Ägypten braucht Da hatten wir ja Führung. gesehen, dass Lasst es uns mit beginnen. großer Wahrscheinlichkeit, Es ist genau, wichtig, am Ramses Hofe Freunde ist, zu haben. der uns hier versucht, einen Komplott reinzudrücken. Diskreditieren gegen uns, 0%. Das richtig gute Chancen. Haha, nicht. Worum wir uns jetzt kümmern sollten, ist, dass wir irgendwoher Gold bekommen. Und da schauen wir mal. Wir haben am meisten Steine. Wer will denn Steine haben? Shedet will Steine Für haben. den Ruhm Die des einzigen, die Pharaos. Steine brauchen, ist Shedet. Aha. Handeln tun wir anscheinend mit denen noch nicht. Ich hoffe, die haben genügend Ich Gold. bin sicher, dass wir uns einig werden. Tauschabkommen. Dann bieten wir euch mal richtig, richtig ordentlich Steine. 1000 Steine und ihr gebt uns. Ja, was habt ihr denn an Gold? So viel Gold haben sie nicht. Ich glaube, die haben gar nicht so viel Gold. Na, wobei. 260. Im Grunde genommen ist das nicht wirklich viel, oder? Aber wir brauchen Gold. 1000 Steine ist eine Menge Holz. Nein, natürlich Steine. Bronze wollen die auch noch. Haben wir auch genügend eigentlich. Da können wir vielleicht noch mehr Gold rausholen. So passt's. Und dann gebt ihr uns halt noch ein bisschen Holz. Da, das habt ihr ja auch im Überfluss da. Also ich mache das wirklich nur, weil wir echt ein Goldproblem zurzeit haben. Ich glaube 800 Gold minus machen wir, ihr seht's hier. Und so können wir es ein bisschen Einverstanden. Im Namen des abschwächen. Ruhms. Ich lasse Blut fließen, um meine Stärke zu beweisen. Siedlungsverbesserung in Waset möglich. Ja, da ist eine Stadtmauer herumgebaut. Was haben die an Arbeitskräften? 50 Arbeit. Nee, was? Zwei Arbeitskräfte. Ja, kommt, verbessert das einfach. Und Temchus wäre hier auch was möglich, aber wir sparen hier ganz eisern weiter auf die Verbesserung in Sauti. Bau möglich. Hier müssen wir abwarten, was jetzt hier passiert mit den Angriffen Tausrets und ihrer Vasallen. Und hier können wir auch noch was bauen. Kep'un, das ist mir ehrlich gesagt ebenfalls zu unsicher. Wenn wir jetzt hier Ressourcen reinstecken und Arbeitskräfte, dann wird das hier erobert. Das geht ja im Hand und Drehen, dass das erobert werden könnte. Hardei wurde ein Außenposten beschädigt. Nur die Starken gedeihen in dieser Welt. Wir reparieren es mal. Dann haben die anderen Truppen vielleicht auch noch was.
um abgelenkt zu werden. Versuchen wir es mal so. Wir werden ja sonst immer in den Regionen, wo wir die Handelsposten, wo die Handelsposten zerstört wurden, oder generell die Außenposten, dann erstmal die Außenposten nicht mehr aufgebaut, aber wir probieren es so mal. Und es dauert ja auch nur eine Runde, das geht rucki zucki. Hier Capta, da können wir Ausrüstung hin transferieren. Finde ich ebenfalls nach wie vor ein bisschen schade. Es müsste jetzt direkt anzeigen, welchen Slot wir ihm denn jetzt hier noch geben können. Also ihr seht es hier, ich schätze mal hier rechts irgendwo einen Slot. Reittiere haben wir keine dazu bekommen jetzt in letzter Zeit. Ja, hier ein Speer, die Sichtweite wird erhöht. Hier gibt es nichts und hier gibt es auch nichts. Das wäre schön, wenn sie das noch implementieren würden. Nicht zugewiesene Fertigkeitspunkte. Bereit, Blut zu vergießen. Da gehen wir ja auf das Banner. Ja, Gifthüter hat er auch schon. Was brauchten wir für das Banner? Wartet, wartet, wartet. Hier ist das Banner. Flatterndes Banner. 11 von diesen Sachen hier. Aber das haben wir schon. Wir haben sogar schon 12 hier drin. Wir gehen trotzdem weiter. Ihr wisst, Schnelligkeit ist unsere Lieblingseigenschaft. Und dann sind wir schon bei den Generälen. Stolzer Sohn Ägyptens. Aru. Dann greift mal an hier. Lasst sie bluten! Das machen wir automatisch. Mein Weg führt zum Ruhm. Sind 500 Leute voll. Wieso hat denn der nur alleine angegriffen? Hä? Hat es uns nicht angezeigt, dass der zweite mit angreift? Das war jetzt etwas verwirrend, aber schaut mal, die Streitwagen haben einen guten Job gemacht. Heftig. Wir besetzen die Siedlung. Reiches. Ach, weil hier Stellung Marsch noch drin war. Stolzer Sohn Ägyptens. Ich bin Knilsch. Ich fürchte nichts. Für den Ruhm des Pharaos. Dann werdet ihr euch schon mal hier in die Richtung begeben. Wir müssen halt abwarten, wo die Truppe dahin marschiert. Wir könnten uns auch nach Waset begeben. Da sind wir ein bisschen geschützt. Wartet mal, Stellung Keine Marsch. Keine Ablenkungen. Ja, das können wir Zurück umgehen. In die Zivilisation. Bisschen Moral hier noch uns gönnen. Ich werde der mächtigste Verteidiger Ägyptens sein. Und jetzt geht er da rein. Zum Anführer geboren. Super, wir haben eine neue Rüstung erhalten. Dann können wir doch bestimmt hier noch, genau, die Sachen jemandem geben. War's das? Ja. Nur wegen der Rüstung da, die wir da noch vergeben konnten, wurde uns das angezeigt. Und dann werden wir die Generäle weiter durchgehen. Amanapa. Stolzer Sohn Ägyptens. Ja. Normalerweise wollte man der Nordallianz hier zu Hilfe eilen, aber wir hatten ja gesehen, dass 6 Fullstack-Armeen der Seevölker in unsere Richtung, oder besser gesagt den Nil, herauffahren. Deshalb werden wir mit den Truppen, wo auch bei den Handelsposten auslaufen, wieder zurückmarschieren. Es ist natürlich ein bisschen nervig, aber es nützt halt nichts. Wir müssen es so versuchen. Keine Rast! Und ihr bitte genauso. Holt euch das hier mal. Und dann geht's in die Nähe
der anderen Armee. Ich gehe, wohin ich muss. Da haben wir zwei einsatzbereite Armeen, die eingreifen können. Entweder gegen die Seevölker im Norden oder hier gegen Tausret und ihre Vasallen. Vom Schicksal berufen. Ha, machen wir mit euch. Ihr seid so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich will in die Schlacht ziehen. Stärke ist Macht. Ich bin mir nicht sicher, lasse mich nicht vom Weg ab. Die Armee hier es schaffen könnte, alleine gegen diese Truppe zu bestehen. Niemand bestimmt. Weil wir sind ganz schön angeschlagen, ihr seht das hier. Nach wie vor, ich glaube, wir werden Tin aufgeben und erstmal Sauti schützen. Im Namen der Pflicht. Schrein des Aton. Ich ersuche das Allmächtige. Könnten wir uns noch holen. Und dann geht's zurück. Öffnet die Tore. Bereit sehr für schön. Den Kampf. Wenn er bei. Für den Ruhm des Pharaos. Marschiert, dann Männer. Gehen wir in die Offensive. Sie kann sich mit ihrer Armee hier nicht zurückziehen. Gebt deshalb mir einen Kampf. Du kannst dich nur so kurz bewegen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich diene Ägypten. Dann musst du mal Stellung Marsch machen, weil wir wollen den mitnutzen, um da anzugreifen. Bereit zum Kampf! Ah! Ja, das war dumm. Jetzt funktioniert's. Mit Trotzstellung Marsch könnt ihr jetzt mit angreifen. Bin verwirrt. Vor uns ging's doch gerade auch nicht. Na egal. Wir sind haushoch überlegen. Können es automatisch machen. Minimale Verluste. Wir gönnen uns die paar Ressourcen. Wäre schön, wenn wir das umschalten könnten. Dann könnten wir nämlich nochmal rekrutieren. Können wir leider nicht. Schade. Beeilt euch! Aber wartet mal. Ach. Werden die Truppen. Krieger Ägyptens! Wartet mal. Uns ach, steht ein Stellung Marsch können wir da nicht rekrutieren. Ich wollte eigentlich noch rekrutieren, wisst ihr? Weil ihr seht ja das Unheil da, wo uns zukommen. Naja, gut. Ist halt wie es ist. Mir nach, Männer! Ich kämpfe für Ägypten! Da holen wir uns die Bewegungspunkte. Zwei Armeen. Mein Name wird Legende sein. Können noch sich bewegen. Hier müssen wir aufpassen, die haben eine ganz schöne Reichweite. Dass wir mit denen jetzt hier nicht den ins offene Messer laufen. Vielleicht bleiben wir hier noch stehen und rekrutieren nochmal. Ägypten ruft euch in den Dienst. Machen wir so. Wir werden an Stärke gewinnen. Stolzer Sohn Ägyptens. Hier wird ebenfalls rekrutiert. Apiru-Söldner. Nur die Besten kämpfen an meiner Seite. Ist das Beste, was es hier gibt. Ich weiß. Moral gefällt mir natürlich nicht, aber naja. Sind halt Söldner. Ja, die anderen haben ja noch weniger Moral. Seht ihr das? 47. Das sind noch die Besten. Das sind wirklich die Besten von der Moral her. Ich will keine Feiglinge in meinen Rängen. Und das war's. Oh, Erlass verfügbar. Ach, in Waset. Da haben wir zwei nahrungsmittelproduzierende Provinzen. Provinzregionen. Dann gönnen wir uns irgendwas mit Nahrung. Hier. Lagerhäuser verbessern. 20% mehr Nahrung. Und ich würde sagen, das war's. Interessant.
wird das hier, wie die sich bewegen werden. Wir dürfen gespannt sein. Und natürlich auch der Norden. Ja, geht zurück. Kämpft gegen die Seevölker. Machen sie nicht. Ja, das ist aber riskant. Was die Tausret da macht. Und auch was Ramses macht. Hier macht es richtig. Sie verzieht sich mit der Armee. Ich denke, Tin wird jetzt dran glauben müssen. Wow, da ist ja auch noch eine 20er-Truppe. Oh, das ist Tausret himself. Sie hat nicht Tin angegriffen, aber sie versucht sich von den Seevölkern größtenteils da fernzuhalten. Ich hoffe, es gelingt ihr nicht. Das ist eine etwas stärkere Armee hier unserer Verbündeten. Also von der Einheitenkonstellation her, das sind nicht nur Stufe 1 und 2 Einheiten, das sind auch ein paar Stufe 3 Einheiten dabei. Hier ist es ebenso. Aber die sind alle ganz schön geschwächt. Wahrscheinlich durch den Verschleiß hier in der Wüste. Interessant wird es jetzt halt nochmal, wenn die Nubet-Vasallen da sich bewegen und die Seevölker. Das könnten wir ein bisschen überspringen. Jetzt kommen die Vasallen dran. Jetzt wird es interessant hier. Wo macht ihr hin? Belagert echt Vaset? Mhm. Tun sie. Jetzt wird's richtig interessant, die Cheka-Sippe. Sie landen in Oberägypten. Das ist noch lange keine Entwarnung, weil sie können dann weiter nach Süden marschieren und sind, nachdem sie das Gebiet Ramses verwüstet haben, bei uns. Vielleicht dringen sie teilweise sogar auch tiefer den Nil hinauf. Kommt man durcheinander manchmal mit Flussläufen, oder? Die fahren jetzt den Nil hinauf. Stehen sie schon an unserer Grenze, also wir werden uns garantiert mit der Cheka-Sippe auch auseinandersetzen müssen. Kommen wir nicht drum rum. Die sind schon so gut wie geschlagen, die Washasha-Sippe, und die Libu-Eindringlinge sind ungefähr so stark wie wir. Ich glaube, das waren die, ich nenne es mal Barbaren aus dem Westen, aus der westlichen Wüste. Königlicher Erlass ist in Kraft. Ja, das hat man aber auf eine bestimmte Sache hingearbeitet. Das können wir uns gleich mal angucken. Das war doch hier links irgendwo. Ja. Provinzen mit maximalen unbeschäftigten Arbeitskräften. 20% mehr von allen Einkommensquellen. Also das nehmen wir auf jeden Fall. Dauert aber auch 6 Runden, bis das... Es wäre unklug vom Hof, mich zu übergehen. Den Hof
gucken wir uns an. Da werden wir hier mit einem Ness ein bisschen tratschen, um uns das Gold zu holen. So zeigt man den richtigen höfischen Anstand. Waset wird belagert, hatten wir mitbekommen. Außenposten wurden geplündert hier von der Armee, hatten wir auch mitbekommen. Zwei Gebäude wurden fertig und Alas wurde verabschiedet. Das ist in Ordnung. Siedlungsverbesserung in Shati. Hier warten wir ab, wie die Belagerung hier von Waset ausgeht. Und in Temchus, ja. Ach, du grüne Neune. Das hat uns gar nicht angezeigt, oder? Diese Libu-Eindringlinge. Nervt halt überhaupt nicht. Ironie und so. Bedeutet, wir müssen hier auf jeden Fall eine Armee zurückschicken. Für den Ruhm des Pharaos! Gefällt uns das? Nein, tut's nicht. Denn die Armeen bräuchten wir eigentlich hier. Frage ist, was haben die hier noch für Einheiten? Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Nur die Schwachen werden leiden. Waset, Abechu und Sauti. Ja, da fehlt es noch an Arbeitskräften. Oh, Wachstum minus. Also, ach, schaut mal. Das, was ich euch am Anfang gesagt habe, stimmt gar nicht. Das ist nach wie vor negativer Faktor Ereignisse minus 75. Also nach wie vor haust da hier eine Seuche in Oberägypten. Finde ich ein bisschen blöd, dass er das hier nicht anzeigt mit bei den Erinnerungen, sondern man es halt nur hier sieht. Ach, komm schon. Das ist natürlich schlecht. Das bedeutet, wir können jetzt... Ja. Da können wir keine Arbeitskräfte sparen. Ansparen. Das ist schlecht. Ihr seht das hier, negative Faktoren immer noch überall am Seuche verbreiten. Es war eine Seuche. Die Arbeitskräfte werden sogar sinken, abnehmen, schmelzen. Nun gut, dann ist es so. Sonst noch irgendwas? Nö, wir können uns jetzt wieder auf unsere Generäle konzentrieren. Stellung Marsch, das wäre eine Variante. Wir müssen nur mal gucken. Ich würde gern hier zwei Armeen bereitstellen wollen. Ja, mit Stellung Marsch müssten die hinkommen. Und dann sollten die auch mit in den Kampf eingreifen können. Das wird eine weite Reise. Auch wenn sie ein bisschen K.O. sind. Vom Gewaltmarsch. Dann stellt ihr euch mal hier daneben hin. Mir nach, Männer! Und dann passt das. Dann können wir mit der Armee in die angreifen. Genau so. Greif den Feind an! Ich hab's schon befürchtet, dass es relativ knapp werden wird. Einfach weil die Garnison, ihr seht das hier, nach wie vor geschwächt ist und auch eine ganz schwache Garnison ist. Und der zweite Grund, unsere Truppen hier ganz schön geschwächt sind. Seht ihr ja. Also, die haben schon ordentliche Verluste erlitten. Kadmeischer Sieg. 56. 76, wir haben eine stärkere Moral und die frischen Truppen sollten eigentlich auch gut sein. Von den Waffengattungen her, das sind ungefähr die gleichen, das sind eigentlich genau die gleichen Einheiten, die wir hier halt auch zur Verfügung haben. Ihr seht das hier wunderbar. Oberägyptische Bogenschützen, oberägyptische Bogenschützen, oberägyptische Pechkrieger, oberägyptische Pechkrieger. Und Kadmeischer Sieg, wir machen das selber. Wir führen den Kampf selbst.
Wir wollen da keinen kadmeischen Sieg. Das lehnen wir ab. Ein knapper Sieg wäre okay. Schlacht von Vazet. Ich hätte jetzt aber auch nur ungern gewartet, weil wir wissen nicht, was aus dem Süden noch ankommt, alles an gegnerischen Verstärkungen vielleicht. Deshalb greifen sie lieber jetzt an. Das ist schlechtes Wetter. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was die an Bogenschützen zur Verfügung haben. Wir warten aber mal ab. Ja, jetzt entsenden wir sie. Keinerlei negativen Beeinflussungen hier durch das Wetter. Ich kenne keine Furcht. Kann man die eigentlich jetzt noch zusammenschließen? Nö, no, jetzt geht das nicht mehr. Stärke ist Macht. Wo sind die Bogenschützen? Da sind die Bogenschützen. Wir haben ja gar keine Streitwagen-Bogenschützen. Ich würde ganz gern abwarten, bis unsere Verstärkungen eintreffen. Ja, die treffen hier ein. Wo treffen denn die gegnerischen Verstärkungen ein? Ebenfalls hinter der anderen Armee. Aber das sieht mir doch hier fast so aus wie so eine Erhöhung, oder? Naja, so ein kleines Hügelchen. Die haben hier die bessere Erhöhung. Könnten die uns besser unter Feuer nehmen. Deswegen versuchen wir mal... Halt, halt, halt. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Hä? Hab ich kompletten Quatsch gemacht. So. Strong. Ja, komm. Nehmen wir auf die 4. Das sind die Bogenschützen. Die Streitwagen nehmen wir auf die Kontrollgruppe 3. Baut euch mal da auf und den Rest nehmen wir auf die 1. Immer bereit. Kontrollgruppe 3, da ist auch noch was falsch gelaufen. Seht ihr das? Einen Nahkämpfer mit drin. Den nehmen wir mit in die Gruppe 1 rein. So, jetzt passt's. Wir starten. Unsere Verstärkungen sind auch am Kommen, ja. Die Stadt wird unser sein. Da warten wir natürlich erstmal ab, dass unsere ganzen Verstärkungen noch dazukommen. Noch sind sie nicht da alle. Aber es dauert nicht mal lang. Eine fehlt noch, ja. Dann kommt man her. Und baut euch erstmal hier so auf. Wir müssen euch sowieso jetzt noch mit integrieren. Strong 1. Hier ist schon die Welt zu Ende. Okay. Wir marschieren. Baut euch mal so auf. Infanterie in Bewegung. Unsere Bogenschützen sind die 4. Nehmen wir euch noch mit rein.
Zeit, sie zum Kampf zu zwängen. Marschiert mal da hoch. Und hier haben wir noch irgendwelche Spezialeinheiten. Die bringen wir damit hin. Und wo ist denn unsere Streitwagen? Ja, Truppe. Strong 3. Streitwagen! Die bringen wir da in Stellung. Und die letzte Einheit ist hier. Strong 2 ist noch frei, oder? Ja. Oh, da drehen schon welche am Sender von uns und greifen an. Das ist richtig nervig halt. Aber naja, so ist es. Dann müssen wir halt vorrücken. Bogenschützen, er geht mal in Stellung. Und die Streitwagen. Fahrt mal dahin. Und werden denen ein bisschen auf den Geist gehen. Und unsere Nahkampfstreitwagen sind hier. Sollten alle sich bewegen, genau. Außer die Generäle, die müssen wir auch noch mit in den Kampf schicken. Das ist so nervig mit dieser Mechanik, dass die halt automatisch angreifen. Richtig, richtig bescheiden. Muss ich einfach mal so sagen, aber die Schlacht wird fortgeführt in der nächsten Runde, Leute. Wir werden sehen. Ich hoffe, wir verlieren nicht. Das wäre der Super-GAU da. Aber es kann durchaus passieren. Mal schauen. Wir sehen uns morgen wieder. Drückt die Daumen. Denkt bitte dran. Däumchen nach oben. Was in die Kommentare. Ganz wichtig. Abo da lassen. Bis morgen. Euer Sahadum.